Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video wollen wir uns mal wieder Master Duel widmen. Denn es gibt nämlich wieder einen neuen Duelist Cup und den wollen wir gerne mal wahrnehmen. Und ich möchte euch natürlich gerne zeigen, für welches Deck ich mich dafür entschieden habe. Und zusätzlich habe ich noch was richtig Geiles für euch. Und zwar habe ich richtig viele Gems aufgehoben, weil wir können nämlich ein richtig, richtig geiles Set öffnen. Und da wollte ich euch gerne mal mitnehmen. Von daher genießt auf jeden Fall das Video und wir sehen uns gleich wieder bei Master Duel. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zu Master Duel. Und zuallererst, habt ihr Bock, mir vielleicht zu folgen, dann könnt ihr das jetzt tun mit meiner ID hier 226971-2128. Da könnt ihr mich gerne adden und vielleicht kommen wir sogar zueinander, dass wir mal gegeneinander spielen können. Ich muss natürlich dazu sagen, leider Gottes kann ich oder habe ich die Zeit nicht so oft Master Duel zu spielen, aber jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, dann spiele ich das auch schon so, ja gut, 2 bis 3 Stunden wahrscheinlich schon. Duelist Cup ist ja hier gerade und darüber freue ich mich extrem. Ich finde diesen Cup wirklich nice, weil dieser Cup dir immer relativ zügig Gems verschafft. Ja, also guck mal, ich habe nur ganz, ganz kurz gefühlt natürlich gespielt und habe schon extrem viele bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall nice, muss ich gestehen. Also von daher gerne öfter so ein Duelist Cup, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt zeige ich euch gerne noch das Deck, für welches ich mich entschieden habe. Und zwar Labyrinth. Warum spiele ich Labyrinth? Ich habe auch noch Vanquish Soul hier, aber da bricke ich manchmal so hart weg, wo ich mir denke, wie kann das passieren, ey? Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt meine aktuelle Deck-Variante. Ist okay, ist jetzt nicht außergewöhnlich, glaube ich, aber wenn du das Deck gut beherrschst, dann kannst du hier auf jeden Fall auch das ein oder andere wuppen und das wollen wir jetzt auch mal machen. Wir gehen jetzt mal direkt rein in ein Duell und mal gucken, was wir da so reißen können. Wenn wir gewinnen, steigen wir auch auf. Das ist schon mal nice. Wir dürfen sogar anfangen. Richtig gut natürlich für ein Backward-Deck. Ist das tatsächlich? Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, mal gucken, was jetzt hier gleich so geht. Hoffentlich enttäuscht mich mein Deck jetzt nicht. So, nee, sieht gut aus. Ah, damit können wir arbeiten, Leute. Was haben wir hier? Max C oder Shifter? Was gibst du mir? Wir aktivieren, das machen wir alles in der Endphase. Wir haben schon mal 3 Interruptions. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Da bin ich gespannt, ob wir was machen kann. So, und in der Endphase machen wir dann hier unseren Abwurfeffekt. Und das ist einfach mit dem King Backjack einfach richtig strong. Wir holen uns mal unser Big Welcome. Und nutzen jetzt noch seinen Effekt. Und gucken uns die 3 obersten Karten an. Haben nochmal ein Big Welcome. Das ist aber nicht schlimm. Obwohl, das. Okay, kein Bock. Ja, gewonnen. Okay, ich wünsche mir natürlich hier schon ein bisschen mehr Interaktion. Aber wenn er natürlich nichts hat, dann ist halt schon. Ja, kostet halt alles Zeit, ne? Verstehe ich. So, wir sind auf jeden Fall aufgestiegen. Das heißt, wir haben schon die nächsten Gems schon wieder freigeschaltet. Und da habe ich ja auch was richtig Geiles für euch vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Das werden wir gemeinsam öffnen. Ich freue mich drauf, weil es heißt, richtig viele Packs öffnen. Ich habe wirklich extrem gespart mit meinen Gems. Mich diszipliniert, nichts zu öffnen. Er würde aufsteigen, wenn er gewinnt. Das wollen wir verhindern. Ne? Du wirst hier nicht als Erster anfangen. Das ist schon mal sehr gut. Ah. So, mal gucken, gegen was wir hier spielen dürfen. Auf jeden Fall, nice Aktion, was man hier wieder machen kann. Richtig geil. Das sieht gut aus. Alter, die Hand ist crazy. Dann könnten wir uns jetzt sogar mal gucken, ob wir was kriegen darauf. Wenn, wäre nicht so schlimm, tatsächlich, weil wir halt alles auf der Hand haben. Aber wir kriegen gar nichts. Das heißt, wir könnten uns sogar die Uhr suchen, damit wir das Big Welcome gleich machen könnten. Das ist nice, das machen wir auch. Es sei denn, er hat jetzt eine Ash oder so. Das tut dann richtig dolle weh. Aber nichtsdestotrotz werden wir es trotzdem machen. Jetzt aktivieren wir sie noch. Mal gucken, ob was kommt. Ich rechne mal mit Max C tatsächlich, so ein bisschen. Max C oder... Na, echt nicht. Also Shifter wäre schon gekommen. Oh, jetzt kommt gar nichts. Dann machen wir jetzt das Liebliche.
Auf jeden Fall. Warum das Liebliche? Weil dieses Monster uns wieder was recycelt. Richtig, also richtig geil. Also wirklich. Das ist wirklich ein extrem gutes Monster. Wir schießen jetzt was. Mal gucken, ob er jetzt was machen will. Ich verstehe es nicht. Was für Interaktion hast du denn, wenn jetzt nichts kommt? So, was haben wir denn geschossen? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Punishment. Oh, guter Hit auf jeden Fall. Das heißt, es sieht aus, als würden wir hier selber gegen Levin spielen. Dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich in unsere Fields bekommen. Ich weiß nicht, was du immer aktivierst. Ach so, da hast du die Lady auf der Hand. Ah. So sieht's aus. Okay. Könnte sie auch machen. Weder zwei deiner Levels verbannt sind, mische sie ins Deck. Dann, falls du ein Unterweltermonster kontrollierst, kannst du nochmal nicht Leveln fallen mit unterschiedlichen Namen in Höhe der gemischten Anzahl direkt von deinem Deck setzen. Auch keine schlechte Karte, aber wir werden jetzt erstmal in die Endphase gehen. Und da bin ich gespannt. Ich bin richtig froh, dass wir das Punishment erwischt haben, weil das kann wirklich nervig werden. Ja, also. Was ich hier ein bisschen vermisse, muss ich gestehen, ist der Butler. Das wäre schon cool gewesen. Transaction. Ach du Schande. Okay. Ich glaube, ich habe hier Transaction noch gar nicht drin in meinem Deck. Ich wusste gar nicht, dass sie hier auch schon existiert, muss ich gestehen. Hat bisher auch gut ohne funktioniert, muss ich auch hier sagen. Das heißt, er kann mit Punishment jetzt mein Liebliches schießen. Das kam ihm sogar so ein bisschen entgegen. Okay. Na, mal gucken. Er kann auf jeden Fall keine Ente senden. Er kann nur dieses Link-Monster senden. Dieses Link 5er. Um mir meine Liebliche wegzunehmen. Was aber nicht so schlimm ist. Er kann noch einen Draw generieren. Okay, das geht auch. Ja, okay, ist vielleicht nicht so bad. Er spielt auf jeden Fall ganz schön langsam. Oh Gott, was hat er denn gesendet? Oh mein Gott. Das ist ja irre. Minus ist er jetzt gegangen. Okay. Einmal das Big Welcome. Na, mal gucken, wer schneller ist, mein Freund. Mal schauen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut, dass er den jetzt wieder auf die Hand bekommt. Diesen Luxus habe ich leider nicht. Was aber nicht schlimm ist. Er hat nochmal einen Abwurfeffekt. Okay, das heißt, er hat genau, na, fast dieselbe Ausgangslage wie ich. Aber dann hätte er das jetzt anders. Hat er ein bisschen Timing verpasst. Er hätte natürlich den Ofen auch wieder specialen können. Hat er jetzt nicht so gut. Okay. Er weiß aber auch, worauf es ankommt. Wir brauchen die Fieldspell. Da hat er recht. Das heißt, wir werden jetzt gleich die Fieldspell nehmen müssen. Weil der uns sonst alles wegballert hier hinten. Und bevor jetzt hier ein Phasenwechsel ist, werden wir schon spielen. Warum kann ich sie nicht machen? Achso, weil ich kein Dings kontrolliere, ne? Kein Monster. Okay, das ist aber nicht weiter schlimm. Das machen wir jetzt. Wir holen uns jetzt unsere Lady. Es sei denn, jetzt kommt die Ash. Aber er hat den Dings noch. Was hat er denn noch? Hat er noch was auf der Hand, was ich gerade vergessen habe? Nein, eigentlich nicht, ne? Hat er jetzt noch was, was mich interrupten kann? Wir müssen jetzt die Fieldspell wegnehmen. Der ist da zu schnell. Aber er will nichts machen. Leute, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Oh Gott, wir dürfen spielen. Danke. Dann machen wir einen Angriff. So, wir schenken jetzt Big Welcome. Wir haben keine weitere. Wir müssen ihm die Fieldspell wegnehmen. Und jetzt kommt die Ash. Okay. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich teuer. Ja. Okay, er hat eine Ash. Das Ding ist, er muss erstmal ein Monster hinkriegen. Ja. Er hat ja ein Big Welcome gesetzt. Das heißt, ohne Monster
Oh mein Gott! Er gambelt extrem. Aber gut, er wird auf jeden Fall was ausgraben. Bestimmt ein Monster. Ich würde lachen, wenn es was Hochstufiges ist. So, mal schauen. Hätte ich da die... Ah, dann war es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt schon alles gemacht habe. Er braucht auf jeden Fall jetzt das Monster. Noch einmal. Der Topf geht nicht. Er hat eine Ariane. Okay, er hat auf jeden Fall ein Monster ausgegraben. Die Frage ist nur, wird er das nehmen? Weil das bringt ihm auf jeden Fall keine Punkte. Er kann auf jeden Fall meine Impermanence damit schießen. Ich glaube nicht, dass er damit so krass zufrieden ist. Weil die sucht ja nur was, wenn man... Oder specialt ja was, glaube ich. Die Ariana, Ariane ist das. Wenn man etwas von der... Eine Trap, glaube ich, war. Von der Hand weglegt. Oder? Ich müsste jetzt mal nachlesen. Warte mal, wir schauen mal rein. Wie machst du das? Du kannst eine normale Falle von deiner Hand oder die auf deiner Spielfeldseite gesetzt ist, auf den Friedhof legen. So, für was hast du dich entschieden, genau? Das heißt, er müsste sie dann schon nehmen. Ansonsten bin gespannt. Ich brauche hier noch gar nichts machen. Weil ich mit meiner Lady auf jeden Fall anschälen kann, wenn er sein Big Welcome macht. Und dann bin ich mal gespannt. So, wir brauchen unsere Trap vielleicht noch gar nicht machen. Wir werden uns jetzt... Ein weiteres, wo ist es? Haben wir kein Big Welcome mehr? Welcome, welcome. Bin ich blind? Ich habe kein Big... Warum kann ich kein Big Welcome setzen? Oh Gott, ich spiele das Deck einfach leider Gottes viel zu selten. Dann holen wir uns einfach einen Welcome. Weil wir müssten ja noch... Warte, wir können mal lesen. Ein Level-Effekt oder ein... Wenn er eine normale Falle hat, du kannst eine normale Falle mit einem... Ah, weil er Big Welcome gemacht hat, kann ich sie natürlich nicht enden. Okay, er hat das Liebliche. Hat er gerade versucht, meine Lady zu schießen? Okay. Was kannst du denn jetzt noch machen? Achso, du kriegst ihn wieder. Schon mal falsch gechained. Na gut. So. So, er hat versucht, wirklich meine Lady zu schießen. Dabei spielt er das Deck selber. Das verstehe ich nicht so ganz, warum er das jetzt versucht hat. Aber gut. Muss ja jeder selber wissen, warum er hier was macht. Auf jeden Fall hat mir das, denke ich, schon den Sieg gebracht jetzt. Er will trotzdem den Effekt nochmal durchbringen, das verstehe ich auch nicht. Es klaut doch einfach nur Zeit. Ah. So. Er kann nicht mal angreifen. Er hat, was hat er denn auf der Hand? Genau, die Ariane hat er auf der Hand. Er kann nichts machen jetzt. Er geht jetzt in den Schmierfink, nehme ich an. Oder in den Chaosengel. Das kann er auch machen. Er geht in den Chaosengel. Okay. Ist nicht schlimm, wir haben auf jeden Fall Follow-up. Und er halt gar nicht. Wenn er ein bisschen zügiger spielen würde, wäre ich ihm etwas dankbar. So. Ist alles gar kein Problem. Er hat keine Drop-Option mehr. Wir können voll aufspielen. Perfekt. So. Er hat halt nichts. Das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht. Was gibt es jetzt zu überlegen? Doch, das Big Welcome kann er machen. Okay. Er kann sie mir wieder hochgeben. Dann do it. Wir wollen... Wollen wir es unchainen? Nö.
Wir holen jetzt selber unsere Field Spell. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Wir können uns auch das Big Welcome holen. Die würde er uns aber dann wahrscheinlich wieder hochgeben. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir holen uns jetzt unsere... Ah, wie machen wir das am besten? Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen. Wir können den Chaos Engel hochgeben. Das ist wirklich nicht bad. Wir holen uns sie mal. Weil wir müssten jetzt eigentlich mit der Labyrinth-Vorbereitung uns auch zwei verschiedene Fallen setzen können. Wir werden jetzt erstmal. Wähle zwei deine. Mische sie ins Deck. Und falls du ein Unterweltler-Monster kontrollierst. Genau, das tun wir ja. Von daher werden wir das auf jeden Fall jetzt ausspielen. Auch wenn wir natürlich. Ach, stimmt, wir haben schon eine. Ja, wir haben eine gebanished bekommen. Genau, das Big Welcome lassen wir jetzt noch drin. Damit wir immer noch was hochgeben können. Und dann müssten wir theoretisch setzen können. Genau. Wir entscheiden uns einmal. Der kann nur durch Kampf nicht zerstört werden. Für den grausigen Trick. Und dann entscheiden wir uns noch für das Punishment. Weil ich glaube, das kommt jetzt auch gar nicht so bad. Obwohl Gefängnis des Eisdrachen ist tatsächlich insane. Die ist wirklich insane. Also. So, und dann kommen wir jetzt mit ihr noch um der Ecke. Jetzt kann er sie schon mal nicht mehr wählen. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall an uns gehen hier. Auch wenn sich das ein bisschen zieht. Aber gut. Ich denke trotzdem... Das sieht ganz gut aus. So, und jetzt werden wir ihm den Chaos Engel hochgeben, damit er uns nämlich unsere Zauberkarte... Okay. Und jetzt sieht er... Oh, ich kann sie gar nicht wählen. Er spielt halt das Deck selber. Und das ist mir dann echt ein bisschen, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Wenn du selber dieses Deck, jetzt sieht er, dass er nur die beiden Monster nehmen kann. Und das will er ja eigentlich nicht. Ah ne, Quatsch, er kann mir natürlich auch hier eine Trap hochgeben. Kannst du machen. So, ich gebe dir jetzt stattdessen dein Monster hoch. So, und jetzt könnte ich sogar noch mit dem Lieblichen weiterspielen. Das wäre gar nicht schlecht, wa? Ich glaube, das machen wir auch mal. Das gefällt mir sogar, das Play. Weil sie brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr und dich auch nicht. Er hat halt nichts. So, wir wollen sie wieder haben. Genau. Und das kann sie dafür. Jetzt aktivieren wir den Effekt und setzen sie halt einfach nochmal. So, und dann gehen wir jetzt erstmal in die Battleface. Wir drücken ihm 3-9. Leider Gottes überlebt er das noch. Aber ist nicht weiter schlimm. Jetzt aktivieren wir selber noch unsere Field Spell und ja. Dann bist du dran. Du hast theoretisch keine Interruption. Ich bin gespannt. Gefängnis des Eisdrachen. Spätestens die Karte wird mir das ganze Game gewinnen. So, und so ist es jetzt auch gekommen. Ich könnte sie sogar behalten. So. Und damit ist GG. Jetzt kriegen wir noch
Genau. Jetzt können wir was schießen. Sehr stark. Und zwar ist gleich. Ich werde einfach seine Handkarte schießen. Ja. Die Fiesbe macht jetzt gar nichts. Und da holen wir uns. Ja, können wir. Ist eigentlich gut wie gesprungen. Das gewinnen wir. So, aber ich hätte natürlich jetzt auch noch gerne deine Feedspell nehmen. So, damit sind wir sehr gut im Game, muss ich gestehen. Das klappt schon mal. Wir setzen uns jetzt einfach mal. Da komm, hier Big Welcome. Aber es, er hat ja nichts mehr. Jo. Wollen wir auch machen. Da senden wir ihn. Damit wir uns jetzt noch ein bisschen was angucken können. Und die wir auch gleich live. Sehr gut. Nee, ja, so ist schon ganz gut. So. Zack. So, das greifen wir einfach nur auch an, das ist gut. Wenn er jetzt nicht so viel Zeit stiehlt, wäre das auch Weltklasse. Und damit hat sich gezeigt, wer der beste Level-Spieler von uns beiden ist. Ja, so oft spiele ich das Deck auch nicht. Ich habe bestimmt auch den einen oder anderen Spielfehler gemacht. Von daher, Deck macht aber extrem viel Spaß. Das kann ich auch schon mal sagen. Auch tatsächlich im Real Life. Unfassbar cool, muss ich gestehen. Vielleicht haue ich dazu auch mal ein Deckprofil raus. Aber jetzt 4.929 Gems habe ich für euch. Und gleich haben wir noch ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir 5.000. Das heißt, wir können wieder ordentlich was öffnen. Und das wollen wir auch machen. Denn, ja, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Hier, ihr wisst ja, ich bin ein dunkler Magier-Fan. Und das öffnen wir jetzt. Bam. Ah, das werden wir uns jetzt gönnen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, nichts. Aber hier haben wir was. Was ist... Was... Graulien. Graulien wahrscheinlich, wa? Kenne ich gar nicht. Also, schon mal gehört, aber... Wahrscheinlich null relevant irgendwo, oder? Dann machen wir jetzt mal hier. Nichts und hier. Wer es noch nicht wusste, übrigens, deswegen habe ich wieder so ein bisschen Blut geleckt. Ich habe ja gut gegen den guten Shlomo gespielt. Mit diesem Deck. Mit Karakuri. Und gewonnen tatsächlich. Also extrem nice und lustig, dass ich dieses Monster jetzt hier nochmal ziehe. Nein, ich habe überspringen gedrückt. Oh mein Gott, nein, ich habe es kaputt gemacht. Ah, es tut mir schrecklich leid. Ah, fuck. Ah, okay, was kriegen wir denn? Worüber ich mich am meisten freue, ist natürlich hier dunkler magischer Kreis. Wir haben hier die Sleeves. Richtig nice. Deckbox ist okay, aber hier, das Spielfeld, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Was haben wir gezogen? Chaos Engel haben wir gezogen. Nice. Mega gut. Himmelsjäger Ass Azalea. Trickster bekommt übrigens bei uns jetzt Support. Dunkler Mai, der Ritter der Drachenmagie. Chaos Hexe. Schicksalsheld Dangerous. Haben wir irgendein Staple oder so gezogen? Das wäre auch cool. Galaxie-Zyklon. Lebensfossil, hier. Oh, hier haben wir was Gutes gezogen. Also jedenfalls von der Rarität. Nochmal einen grausigen Trick. Leider gar nichts Krasses. Auf jeden Fall ein paar UR-Karten, die ich zerlegen kann, damit ich mir wieder ein bisschen was leisten kann. Ja, haben wir hier noch was, was wir öffnen können? 3000 habe ich leider nicht. Aber... Die Appaloosa? Ich habe schon eine Appaloosa, aber es ist das alternative Artwork. Ah, weiß ich gerade nicht. Was empfiehlt er mir denn? Ich soll mir das hier kaufen. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aber weil ich es kaputt gemacht habe, werden wir uns natürlich gerne mal... Ja, wir können uns eigentlich das hier gönnen. Guck mal hier. Nochmal für 1000.
gönnen wir uns das hier noch, oder? Und diesmal versuche ich, nicht zu überspringen. Ah, wir sind unglücklich. Das ist meine Unerfahrenheit, meine Lieben. Leider nichts. Weiter geht's. Leider wieder nichts. Auch nichts Krasses. Hier könnte was drin sein. Mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben. Das sieht gut aus. Celine, ja, nehmen wir mit. Und hier haben wir der zerbrechende Zerstörungsgott. Okay. Weiter geht's. Zwei VR-Karten. Das ist auf jeden Fall nice. Da kann man sich nicht beschweren. Ah, hier könnte nochmal. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Okay. Spielt, glaube ich, jetzt weniger eine Rolle. Finsteren Nebel. Nun gut. Hier könnten wir nochmal was haben. Ja, machen wir erstmal hier so. Nichts. Und hier. Abstimmgeschirr. Okay. Und weiter geht's. Oh, okay. Und? Okay. Ein paar mehr Staples, das wäre geil. Aber die zieht man wirklich selten, ey. Bisschen schade, muss ich gestehen. Galaxieskolon, okay, nehmen wir mit. Oh, sogar erhöht. Und hier, absoluter Drache und alte Krieger, Täuschung und Verrat nochmal. Okay, letztes Pack, meine Freunde. Letztes Pack. So. Okay, dann machen wir erstmal hier. Und jetzt. Thun dunkler Magier. Naturia Gaias Trio. Gaias Trio. So, ja. Okay. Auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute, würde ich jetzt mal sagen. Wir kriegen ja noch mehr, ne? Wir haben einmal hier den Begleiter, was schon mal ganz cool ist. Von daher kann ich mich hier auch eigentlich nicht beschweren. Weil ich finde die Begleiter, die ich bis jetzt habe, auch nicht so dolle, muss ich gestehen. Aber vielleicht soll ich auch noch den Dual Pass machen. Lohnt sich wahrscheinlich. Haben wir hier noch was? Hier haben wir leider nichts mehr. Aber ich glaube, das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr gern mehr Master Duel Content haben wollt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit diesem kurzen Einblick in meine Master Duel Karriere. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr so war, gerne liken und abonnieren, meine Freunde. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.